Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Spore. Und heute gebe ich euch nicht nur den Ladebildschirm, sondern ihr habt es gesehen, ihr habt sogar das Spore-Logo am Anfang mitbekommen, inklusive der Netzwerkspiel-Deaktiviert-Meldung, wenn das mal kein Service ist an dieser Stelle. Es geht zurück auf den Planeten Zone und das habe ich auch gemacht, weil ihr jetzt in den nächsten Folgen nicht mehr so oft diesen wunderschönen Ladebildschirm und den Anfang mitbekommen werdet, denn ich gehe jetzt so ein bisschen in die Vorproduktion für unsere Spore-Woche, die wir hier haben. Das ist der zweite Tag der Spore-Woche, wenn ihr euch die Folgen denn tagesaktuell anschaut und das Let's Play jetzt nicht irgendwie nachschaut. Falls ihr aktuell 2018 habt, oder 2019, dann meldet euch doch mal in den Kommentaren, ne? Warum denn auch nicht? Das wird auch das letzte Mal sein, dass wir diese wunderschöne Perspektive hier, zumindest jetzt für diesen Abschnitt zu Gesicht bekommen, dass wir diese riesigen Klöten vor uns rumbaumeln sehen. Das ist jetzt, was liegt hier eigentlich rum? Sieht ein bisschen komisch aus. Da hinten können wir noch kurz eine Sache irgendwie holen. Raus aus dem Gerippe. Toll. Der Oppo Sabuba. Das ist eine tolle Hand. Ich zögere es ein bisschen heraus, ich gebe es ja zu, weil das eine Ära ist, die wir beenden. Wir haben viel erlebt, wir haben eine epische Kreatur getötet in der letzten Episode und jetzt geht es von der Kreaturenphase in die Stammesphase. Heute ist der Moment gekommen. Wir nehmen noch ein letztes Mal einen tiefen Atemzug. Tanzen anscheinend noch mal eine Runde. Und somit drücke ich auf den Button. Ich habe gedrückt. Geschichte! Deine Aktionen als Kreatur haben deiner Spezies eine neue Fähigkeit beschert. In der Stammesphase erwarten dich neue, einzigartige Fähigkeiten. So, also hier haben wir wieder unsere ganze wunderschöne, tolle Timeline. Aus irgendeinem Grund, und das wundert mich echt tatsächlich so ein bisschen, sind wir am Ende nicht dabei gelandet, irgendwie ein Raubtier zu sein. Also wir haben eine ganz anständige Mischung aus Sozial und, ja, so hier Eliminierung hingelegt. Deswegen sind wir in der Mitte gelandet, anpassungsfähig. Und wir können jetzt uns hier wirklich alles anschauen. Das heißt, ganz vom Anfang an, ja, da am Anfang geht unsere Timeline los in Generation 1. Da sind wir dann Pflanzenfresser geworden und sind immer weiter gewackelt. Sind gestorben, sind sogar ziemlich oft gestorben, wie man vielleicht an den ganzen, ne, Totenköpfen sieht, aber wir sind zumindest wirklich, anfangs waren wir noch sozial, bis zu einem guten Punkt, ja, hier so bis zur 10. Generation. Generation 11 ist dann wirklich am Ende im anpassungsfähigen Raum gelandet, weil wir ziemlich viele andere Zivilisationen umgebracht haben. Ermordet. Einfach so. Und hier sieht man ja schon, es gibt noch drei Phasen, die wir im besten Fall noch gemeinsam in diesem kleinen Let's Play hier erleben werden. Und jetzt geht's eben los mit der dritten Phase, der Stammesphase. Und die wird bestimmt auch mit einer schönen kleinen Zwischensequenz. Ach nee, wir könnten hier nochmal eine Runde jetzt noch ein bisschen umbauen. Wollen wir das nochmal? Ich habe ja eigentlich wirklich in fast jeder Episode was umgebaut. Muss man so dazu sagen. Man könnte höchstens mal den Körper vielleicht noch so ein bisschen größer machen. Dass es so langsam mal so ein bisschen nicht mehr wie was Animalisches wirkt, sondern ein wenig mehr, ja, humanoid wird. Das heißt, die Wirbelsäule ein bisschen gerader machen, einfach so ein bisschen größer und so ein bisschen beeindruckender hätte ich es jetzt ganz gerne mal. Und eigentlich will ich gar nicht viel mehr noch vornehmen. So Knochenwürfel könnte man hier noch so vorne, damit so ein bisschen den Schwanz verschönern, ja, mit den Knochenwürfeln. Und dann lasse ich die so ein bisschen kleiner werden, je weiter die nach unten gehen. Ich habe nämlich auch so ganz beeindruckende Spore-Videos inzwischen gesehen. Wurde mir zum einen zugesendet, auch von einem Zuschauer auf Twitter. Twitter steht in der Beschreibung, könnt ihr mir folgen, ja. Und es gibt wirklich Leute auf YouTube, die ganz, ganz Beeindruckendes mit diesem Kreaturen-Editor gebastelt bekommen. Und da können wir uns ja zumindest so ein bisschen bemühen, hier noch so weiter was hinzubekommen und einfach hier so ein bisschen was auch machen. Jetzt zum Beispiel mit den Knochenwürfeln haben wir das ja ganz gut gemacht. Oh, guck mal, die Flügel können wir tatsächlich auch austauschen. Ich finde die Flügel nämlich eigentlich sehr, sehr hässlich, die wir bisher hatten. Das sind jetzt zwar mehr so Federflügel, aber die kann man schön groß machen. Und dann, na, hier, bitteschön.
Wir müssen ja nicht komplett bei diesem Drochen-Image bleiben. Das muss ja nicht sein. Er wirkt wirklich, es wirkt fast wie so eine Statue. Es wirkt wie so was Gebieterisches. Und in der Stammesphase wollen wir ja auch gebieterisch werden, deswegen ist das schon in Ordnung. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch irgendwie ein schönes neues Maul hätte. Valofant. Ich habe aber auch schon zu viele Körperteile anscheinend. Wie kann das sein, dass ich schon zu viele Körperteile habe? Ich nehme das jetzt mal weg und dann kann ich den Valofant dran bauen. Aber ist der nicht irgendwie ein bisschen zu... Nee, der ist hässlich. Hier, das mit dem Grummelrachen, der ist auch hässlich. Die Schnauze hier. Hörschnauze. Ja, finde ich eigentlich sogar ganz gut. Das kann man machen. Nase nicht so groß, eher so, oh ja, hier so ein richtig dickes, fettes Kinn. Es hat wirklich so ein bisschen was von Quack dem Bruchpiloten. Mit diesem breiten Maul da vorne. Und wie sieht es denn bei den Augen aus? Haben wir da vielleicht auch noch irgendein nettes neues Exemplar? Ohren hätte man noch. Wir könnten die Hörner durch Ohren mal austauschen, so langsam. Ja, die Hörner finde ich irgendwie, obwohl vielleicht nicht zu viele Änderungen. Nur weil wir jetzt in die Stammesphase gehen, müssen wir nicht gleich unsere kompletten Wurzeln wegignorieren. Wir lassen das erstmal so. Die Stammesphase bedeutet jetzt einfach erstmal für den Stamm der Stabschnecken, die immer noch keinen neuen Namen bekommen haben, obwohl bestimmt ganz, ganz viele grandiose Vorschläge. Das machen wir am Ende. Am Ende, in der letzten Folge des Let's Plays, kriegen die nochmal einen neuen Namen. Aber jetzt eben im Umzug zur Stammesphase haben sie sich eben einfach mal aufgerichtet. Also laufen zwar von Anfang an auf zwei Beinen, aber jetzt sind sie eben noch so ein bisschen größer geworden, haben sich aufgerichtet, neue Flügel und los geht's. Stabschnecken, ab in die Stammesphase. The stage is yours. Spiel, jetzt könntest du auch dann umschalten, wenn ich hier... Also so ein schwarzer Bildschirm ist halt nicht so... Danke. Es hat so ein bisschen so Schamanenstammartiges jetzt. Und jetzt wird das Feuer entdeckt. Oder? Machst du ein Lagerfeuer? So macht man aber kein Feuer. Ich weiß also... Das ist vielleicht... Hast du das falsch... Also, wer auch immer dir das so... Du hast einen Stock in der Hand. Da ist bisher nichts passiert. Also... Ich dachte jetzt irgendwas... Vielleicht geht's auch einfach nur darum, dass sie verstanden haben, dass sie einen Stock in der Hand halten können. Und jetzt guck mal einer an. Es hat ein bisschen, also eigentlich sogar ziemlich lange gedauert. Aber da sind sie und haben jetzt auch so ein tolles... Stammesoberhaupten-Ding in der Hand, so ein Zepter. Ist aber echt schön gemacht, so diese kleinen Zwischensequenzen. Und mir gefällt das neue Design unserer Kreaturen. Also diese Entwicklung, was ich halt so haben wollte, designmäßig, um das noch kurz zu erklären, bevor wir in die spannende Phase einsteigen. Ja, ich mach's spannend. Ich will halt, dass das wirklich so eine klassische Entwicklung ist, so ein bisschen. Und dass es nicht so unnatürlich wirkt, sondern sich so Schritt für Schritt weiterentwickeln und wir nachher uns wirklich, wenn wir alle Videos mal zu Ende haben, uns diese Zeitleiste anschauen können und sagen können, ja, das ergibt auch so Sinn. Ladebildschirm. Da freuen sich die Ladebildschirm-Anhänger unter euch. Ist das eigentlich inzwischen eine Religion geworden? Hat das irgendjemand schon angemeldet? Weil ich habe das nicht gemacht. Also, falls ihr jetzt irgendwie schon die ganze Zeit Fahnen mit diesem Ladebildschirm euch gemacht habt und damit durch die Straßen pilgert, da wird auch direkt die Hütte gebaut. Ich kann mich auch wirklich nicht mehr sonderlich gut an die Stammesphase erinnern. Also ich weiß, dass es jetzt eben so ein bisschen strategiespielmäßig auch nachher mit der Weltraumphase und sonst was wird, aber es ist alles für mich nach wie vor noch sehr, sehr weit in den Erinnerungen geblieben und deswegen ist es eigentlich fast so ein halbblindes Let's Play, könnte man sagen. So viel ist da nicht mehr da. Mit einem Dach über dem Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen, sei vorsichtig, vielleicht kehrt der Ziegenmann zurück. Das steht da jetzt nicht, aber das habe ich mir so ein bisschen so dazu gedichtet. Weil, und da muss ich fast aufstoßen und brechen, mir ist folgende Überlegung noch gekommen. Es könnte sein, dass wir den Ziegenmann einfach nicht mehr wiedergefunden haben, weil der umgezogen ist. Der kann ja auch umziehen, wir sind ja auch voll oft umgezogen. Du befehligst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelne Mitglieder ohne eine Gruppe auswählen, die deine Anweisungen ausführen. Interagiere mit anderen Stämmen, um deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Okay.
Ich habe auch einen Stammesplaner anscheinend oben links und kann mein Outfit individuell gestalten. Das ist großartig. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Gehe Bündnisse mit anderen Stämmen ein oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Also das bleibt gleich, nur dass wir jetzt eben nicht mehr alleine agieren, sondern als Stamm. Und entweder wir freuen uns mit anderen Stämmen an und kriegen dadurch Punkte oder wir töten andere Stämme. Also das Grundprinzip ist sich eigentlich recht ähnlich. Diese Ziele helfen dir, die Stammesphase zu überstehen. Deine erste Aufgabe besteht darin, deinen Stamm im neuen Stammesausstatter auszurüsten. Stimmt, es gibt auch Kleidung, oder wie? Also hier sind wir, ja? Und hier ist das Stabschneckendorf. Aktuell 3 von 6 Einwohnern. Die anderen 3 sind... Die haben schon Urlaub gemacht im Voraus. Und jetzt kann ich hier reingehen. Boah, das wird ja echt immer noch richtig komplex. Und kann auf das Hutsymbol gehen. Und das Stammesoutfit bestimmen. Also jetzt gibt es nicht nur noch den Kreaturendesigner, sondern wir machen auch so ein bisschen Modedesign. Ja, Spawns Next Topmodel, das ist die tolle neue Sendung. Ich habe auch bald hier dann ein tolles Let's Play Together mit Heidi Klum zusammen. Und jetzt können wir hier so ein kleines Outfit anpassen, weil jetzt laufen die nicht mehr komplett nackt rum. Und ich würde jetzt mal sagen, die brauchen so ein Floronett. Aber groß. Ein großes Floronett. Das ist ein geiler Hut. Kampfmasken. Wir sind ja nach wie vor die gefährlichste, friedfertigste Pflanzenfresser-Zivilisation, die es so gibt. Will ich wirklich so eine Maske? Das sieht toll aus. Und dann brauchen wir hier noch irgendwie so ein tolles... Machen wir mal hier Blattfleck, Gesundheit. Und das mache ich hier so ein bisschen auf die... Nee, nicht 2. Mach mal 1. 1 reicht erstmal. Geiles Design, ey. Ich hätte Angst vor denen. Das ist ein fetter Look. Was ist das hier noch? Schulterkrone, Kampf, Gesundheit. Muschelpuschel. Mach noch mal eine Muschelpuschel. Auf sozial scheiße ich bisher so ein bisschen. Aber weil ich ein harter Dude bin. Nee, das kann ja hier so an die... Wirklich an die Schultern muss das ja dran. Oh Mann! Mit denen würde ich mich nicht anlegen. Das brauche ich alles erstmal nicht. Das ist mir zu hohes Pokus hier. Das ist mir, also das sieht ja schon so ein bisschen Inka-mäßig aus hier, Sonnengott-mäßig und was weiß ich. Das brauchen wir alles erstmal gar nicht. So abgehoben sind wir nicht. Das Einzige, was wir uns vielleicht noch holen, ist ein Schnurrbart. Ja! Ey Leute, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Also das sieht ja unfassbar gut aus. Guckt euch das mal an mit diesem Schnurrbart. Unfassbar. Also sowas würdet ihr doch gerne in eurem Zimmer haben. Also jetzt nicht zwingend lebendig, weil das wird vielleicht ein bisschen gefährlich bei der ganzen Aggressivität, den ich den Viechern eingebleucht habe. Aber ich find's geil. Jetzt noch schön den Bemalen-Modus. Oder sieht das schon anständig aus? Vielleicht muss ich ja gar nichts mehr anpassen. Während sich das hier mal wieder 5 Stunden aufbaut. Ich hätte mal wieder so ein bisschen Bock auf Farbe. Der Soundtrack. Ich werde hier wirklich richtig, werde richtig reingezogen. Ein einziges Dorf leistet noch Widerstand. In ganz Gallien. Ja, das sieht doch gut aus. Ey, ich bin super zufrieden damit. Ich bin wirklich super, super, super zufrieden damit. Vielleicht noch beim Detail auch noch so ein bisschen was anpassen. Machen wir vielleicht noch so ein bisschen... was können wir da noch reinmachen, Leute? Wie sieht's denn aus? Wollen wir noch so ein bisschen hier mit irgendwelchem Grün rangehen? Ich will einfach so eine fette Mischung. Ich will, dass wir beeindruckend aussehen. Das gefällt mir. So ein bisschen grün, blau, schwarz. Mach mal so. Ich offenbare euch das neue, grandiose Dörfler-Outfit der Stabschnecken. Die inzwischen so gar nicht mehr aussehen wie irgendwelche Stabschnecken. Ich kann es euch jetzt aktuell nicht im Detail zeigen. Man sieht nicht so viel. Ich empfehle auch gerade ab der Phase, ich hätte es davor eigentlich auch schon empfohlen, ich empfehle es eigentlich immer allgemein. Schaut euch vielleicht die Videos ab sofort eher irgendwie auf dem Fernseher oder auf dem PC an, auf einem etwas größeren Bildschirm, falls ihr sonst auf dem Handy schaut. Und mit dieser Empfehlung entlasse ich euch auch schon für diese erste kleine Einleitungsepisode in die Stammesphase. Wir sehen uns morgen direkt wieder bei der nächsten Folge von Spore, dem nächsten grandiosen Let's Play Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergisst das Bewerten und das Kommentieren nicht. Ciao, tschüdüdü und reingehauen.